So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit unserem Mustang und werden heute wieder ein bisschen Kohle verdienen. Es sind wieder ein paar Rennen offen und die wollen wir natürlich fahren und uns weiterhin einen Namen machen. Wie gesagt, um das Tuning kümmern wir uns noch. Dauert noch ein bisschen. Also wir haben ein bisschen Leistung rein, wir haben neue Kühlung drin, wir haben neues Steuergerät drin, wir haben einen neuen Motor drin. Und auch Nitro haben wir seit Beginn der letzten Folge drin. Ich guck mal gerade wegen dem Rennen. Da oben ist eins. Das heißt, mal eben kurz eine Schnellreise machen, damit wir zu diesem Ort relativ easy fahren können. So, Eden Shores heißt das. Steht hier unten links in der Karte. Aber man merkt schon, dass er ein bisschen mehr Power hat. Das ist klar. Aber gut, okay, das sollte relativ easy schnell sein, weil der Mustang sollte relativ schnell hochgehen. So, der nächste Rundkurs heißt dann Schwindelig und bringt uns, wenn wir gewinnen, 9000 Dollar. Auch hier sind wieder die gleichen Gegner. So, einmal kurz ein Lebenszeichen gesetzt, nach dem Motto, du gehörst mir. Okay, das war ein bisschen... Diesmal war es keine Absicht. Ja, der Kurs ist relativ schnell gefahren. Gar nicht schon. Hätte auch ein paar mehr Runden machen können. Hätte auch 6 Runden machen können. Wäre auch nicht tragisch gewesen. So, letzte Runde. Einmal kurz die Botanik ein bisschen umfliegen. Und dann gewinnen wir diesen Lauf relativ souverän. Und verdienen in nicht mal ganz einer Minute immerhin diese 9000 Dollar, die nehmen wir kurz mal eben gerne mit. So, haben wir nochmal ein neues Rennen oder brauchen wir jetzt tatsächlich ein bisschen... Warte mal, ich muss ja gerade gucken. Neues Rennen. Haben wir noch ein neues Rennen? Warte mal, das ist bestimmt immer noch ein Rennen, oder? Ernsthaft, das ist gerade gar nicht offen. Was brauchen wir denn hier überhaupt? Ich habe 137, dementsprechend brauchen wir noch ein bisschen... Ich glaube 20.000. Ja, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Wir tunen jetzt die Karre und fahren wir dann zu dem Showdown, oder? Ach so! 100, Level 7. Und die haben wir noch nicht. Bei weitem nicht. Okay, okay. Das dachte mir, oh, wollen wir das mit dem Showdown? Nein, wir haben leider kein Rennen mehr. Das heißt, wir gehen in die Nacht rein. Und fahren ein kleines Nachtrennen. Damit wir da weitermachen können. Eigentlich war es ein bisschen anders gedacht. Ich dachte mir, jetzt fährst du schon 2 noch mal am Tag und haust dann in die Nacht rein. Aber wir brauchen Reputationspunkte, damit wir
Jetzt hab ich jetzt, ich muss in die Garage zurück, um auf die Nacht zu wechseln. Dann machen wir das doch. Hey, kommst du da draußen zurecht? Mhm. Mehr oder weniger. Na, können wir schon sehen. Bei Auspuff rein, damit wir die 140 relativ easy schnell hinkriegen. Die haben wir nämlich schon jetzt. Na, die meisten Sachen kriegen wir leider erst. Dauert das noch ein bisschen. Okay, gut. Dann haben wir zumindest die 140. Das ist erstmal das Wichtigste. Ach komm, wisst ihr was? Bevor wir jetzt in die Nacht gehen, wir gehen jetzt ins Tuning ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir jetzt nochmal Tag knapp. Dann fahren wir in der nächsten Folge, fahren wir dann in die Nacht rennen. Dann gehen wir heute ein bisschen ins Tuning. Was ist denn das hier? Wir machen das einfach, weil es cool ist. Gute Mustang-Grill. Motorhaube neu. Schöne gute Auspuffblende. Und dann nutzen wir das letzte Geld, um nochmal einen neuen Dings zu kaufen. Ja, ein bisschen Optik kriegen wir ein. So, und dann fahren wir doch noch jetzt noch drin. Ach, ernsthaft. So. Ja. Dann fahren wir heute in der Nacht das erste Rennen. Ich war's anders gedacht. Ah, sieht natürlich noch nicht perfekt, aber wir fahren's auf dem Treffen. Weil wir sehen momentan nichts übrig und wenn man mehr Kohle, wenn man mehr natürlich. Und wenn man natürlich mehr. Umso mehr Reputationspunkte, umso mehr umso bessere Level wir haben, umso besser. Umso mehr Rennen kriegen wir freigeschaltet. Und wir brauchen ja Level 7 allein, um an den Showdown teilnehmen zu können. Haben wir unser erstes kleines Nachtrennen heute. Ja, und wieder dieselben Kandidaten wie schon bisher gehabt. Ja, hier geht es natürlich jetzt darum, Level zu machen und uns relativ schnell Level 7 zu erreichen, damit wir dann nochmal einen Showdown stattfinden können. Weil die erste Voraussetzung haben wir nämlich schon, die Fahrstufe 40 oder Auto-Tuning, wie auch immer, ich weiß nicht, das heißt, diese Stufe 140 haben wir erreicht. Leistungsstufe oder was? Da wir momentan alle verfügbaren Leistungsupgrades schon im Auto haben. Tankstelle nehmen wir mit gerne. Ah, viel Kopf haben wir noch nicht zu sehen, aber das kann sich immer relativ easy ändern. Das ist immer so ein Sprintrennen, sehe ich gerade. Das ist kein.
kein Rundkurs. So, 70% haben wir. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht da zu weit rauskommen. Da steht nämlich zum Beispiel ein Kopf da rechts. Dieses rote Dreieck, das ist immer ein Kopf. Der uns aber jetzt noch nicht auf dem Schirm hat und hoffentlich auch nicht auf dem Schirm haben wird. Aber wir nehmen zumindest die ersten Punkte mit und holen uns die ersten wichtigen EP. So, dann fahre ich kurz in die Tankstelle hier an, damit ich mir die mitnehmen kann. Und irgendwo da vorne war noch ein Versteck, was wir mitnehmen wollen. Und das nehmen wir gerne mit. Oh, da waren wir mal kurz ganz. So, die Kohle nehmen wir. Das Geld haben wir. Und das. Die Reputationspunkte nehmen wir mal mit. Oh, das sollte ein Levelaufstieg sein. Ist es auch. Und zwar Level 4 vielleicht sogar schon? Nee. Anfang Level 3. Oh ja. Oder Viertel von Level 3, genau. So, Speedtraps. Ihr betrifft Speedtraps durch Zielgeschwindigkeit, Bestände zu halten. Erzählt in allen Speedtraps durch Sterne. Schaut es an. Einzige an McLaren 600 LT frei. Weitere Informationen findest du im Quartersbereich des Fortschrittsmenüs. Oh, an McLaren. Okay. Hier stehen jetzt neue Teile. Neues Auto. Was haben wir denn? Die ist ja Silvia. Mona Lisa. So, auf jeden Fall erstmal neue Bremsen für unseren Mustang. Keine Sorge, wir nehmen noch was mit. Racing. Nehmen wir ein Racing-Differential rein. So, Karosserie. Nehmen wir mal Seitenschweller. Aber die Jidori. Aber die Karre mal ein bisschen breiter. Keine. Nimm mal die Theke hier. So. Mal schön mal die dunkle Tönung. Ah, können sie nicht kaufen. Schade. So, die Felgen kommen als nächstes, würde ich sagen. Heute mal gucken, mal, ob wir eine schöne Community-Folie haben für uns, für so einen Mustang. Wisst ihr was, wir nehmen die. Die passt irgendwie zu dem Auto. Ken Blocks Lackierung. So. Auch das können wir gerade nicht bezahlen. Okay. Naja, alles gut.
Gut, dann haben wir trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed und dann geht's weiter in der Nacht.